Hallo und herzlich willkommen zum 20. Part der Elden Ring Platin Guide Reihe. Mein Name ist Sporty und es gibt eigentlich nicht viel zu sagen, denn der erste Boss, den wir jetzt bekämpfen werden, ist Loretta. Gegen sie, beziehungsweise gegen die Geisterform, haben wir ja schon in der Burg von Rani gekämpft. Und die Angriffsmuster sind gleich, nur dass ihre Zauber einen Ticken stärker sind. Ansonsten gibt es auch nicht viel zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gameplay. Ich werde hier und dort nochmal kleine Kommentare und Hinweise geben. Euer Sporty. Und da ich mit dem Internet verbunden bin, seht ihr auch schon die ganzen Nachrichten auf dem Boden. Und irgendeine, ja, Clownsnase hat eine Notiz direkt an die Gnade gepackt. Das sind Trolls. Das heißt, ich kann die Gnade nicht aktivieren. Es gibt auch Leute, die das vor Leitern platzieren. Deswegen ist es auch ein Ticken besser und angenehmer, offline zu spielen. Und hier wechsle ich in den Offline-Modus, um eben diese Gnade zu aktivieren. Als nächstes werden wir unsere letzte legendäre Asche einsammeln, das heißt unsere letzte Geisterbeschwörung und die Trophäe einsammeln. Und ich werde euch zeigen, wie man dorthin gelangt. Außerdem werden wir zwei legendäre Talismane einsammeln unten, sowie Marlenia bekämpfen und ihre Trophäe bekommen. Und ich werde mich deswegen nochmal bei Marlenia einschalten. Das heißt, alles, was ihr jetzt seht, was ich so einsacke und einsammle, solltet ihr auch einsammeln. Vor allem die legendären Talismane, aber die sind ja unten rechts erkenntlich, die leuchten golden.
Er übersieht den Gegner hier an der Seite nicht und dort in der Truhe ist die letzte legendäre Asche. Und damit haben wir alle legendären Beschwörungen angesammelt. Und hier sammeln wir unseren legendären Talisman ein und wir werden danach noch einen einsammeln, welcher stärker ist als unser Drachentalisman, welcher uns eben vor physischen Schaden schützt. Und den werden wir dann auch ausrüsten und haben so ziemlich alle Talismane beisammen, die wir brauchen, um Malenia zu bekämpfen. Hier werde ich so ziemlich die ganzen Gegner ignorieren, denn wir sind nahe bei einer Gnade. Und zwar hier links können wir runterspringen. Ihr seht dort auch einen Baumgeist. Den müsst ihr nicht bekämpfen und könnt hier rüberspringen. Es ist nicht schlimm, wenn ihr runterfallen solltet. Ihr könnt auch unten durch einen Toreingang hinein und springen hier hinunter und sind bei der Gnade.
Und hier sind wir auf dem Weg zum vorletzten legendären Talisman, den wir benötigen. Und zwar einen Schild-Talisman, welcher stärker ist als unser Drachen-Talisman, unsere physische Resistenz noch ein Ticken erhöht. Den werden wir auch ersetzen. Das heißt, wir werden unseren Drachen-Talisman austauschen und den Talisman, den wir hier einsammeln, ausrüsten. Passt auf, dass die nicht runterfallen, also komplett. Und tötet hier kurz schnell die Gegner. Und bei mir fällt immer dieser eine Riesenshrimp immer runter. Und hier haben wir unseren Talisman. Den Drachengroß-Schild-Talisman. Und den werden wir auch ausrüsten und unseren Drachentalisman der Plus-1-Version ersetzen. Wir springen jetzt hier hinunter und laufen zu Malenia. Und bevor wir in die Arena von Malenia reingehen, ihr seht, ich habe meine Rune aktiv, ich sterbe. Ihr braucht nicht unbedingt einen Runenbogen zu aktivieren, beziehungsweise eine große Rune aktiv zu haben. Könnt ihr benutzen, aber ich wollte nicht so viele verbrauchen an Runenbogen. Das heißt, ihr benötigt sie auf dem Level, wo wir jetzt sind, nicht unbedingt. Ihr seht, ich bin ein paar Mal gestorben. Rüstet euren Frostfett aus, und zwar im zweiten Schnellzugriffsmenü, wo auch unsere Laterne ist und unsere Mimik. Nehmt den goldenen Schwur, den Frostatem und die Anrufung mit, die euer Schwert euren Blutungsschaden verstärkt. Aber ihr werdet hauptsächlich mit dem Frostfett spielen. Das heißt, ihr durchwirkt eure Waffe mit dem Frostfett. Wenn ihr zum allerersten Mal in die Arena hineingeht, kommt eine Filmsequenz und ihr steht viel näher an ihr heran und sie macht einen Sturmangriff nach vorne. Ihre Angriffsmuster sind, sie hat eine Trickklinge, das heißt, wenn sie ihren Arm, achtet auf ihren Arm, die Klinge ausfährt, vollführt sie einen Sturmangriff nach vorne. Sie springt in die Luft und macht einen sehr tödlichen Angriff, darauf mache ich euch nochmal aufmerksam. Sie heilt sich, das heißt, mit jedem Angriff, den sie trifft, heilt sie sich selber hinauf. Aber ihr seht, mit dem Frostfett und der Mimik, die schlagen sie so schnell aus ihrer Haltung heraus. Sie kommt gar nicht zum Zug, wir staggern sie die ganze Zeit. Und das ist der tödliche Angriff, von dem ich sprach. Diesen Angriff vollführt sie auch in der zweiten Phase. Und ihr stärkster Angriff ist ihr Griffangriff. Sie packt euch. Und wenn sie euch packen sollte, ist es ein höchstwahrscheinlicher One-Hit. Das heißt, sie schmeißt euch hoch und spießt euch auf. Sorgt dafür, dass die Mimik immer die Aggro bekommt, dass eure Mimik schön Malenia tankt. Ihr seht, Blutungsschaden haut rein, der Eischaden haut rein und wir kommen in die zweite Phase. Hier vollführt sie ihren Blütenangriff. Dort bleibt ihr auf Distanz und benutzt euren Frostatem. Ja, wir wollen wieder, dass Kälte Schaden prockt. Das heißt, dass sie an Kälteschaden erleidet. Ihr seht, sie macht den Sprungangriff, wo dann ein Blütensturm bei ihrem Einschlag herauskommt. Sie springt ebenfalls in die Luft und macht eben diese erste tödliche Klingentanz in der ersten Phase, bevor ich euch gewarnt habe. Ihr Griffangriff ist immer noch in ihrem Repertoire. Eben dieser Angriff, und sie springt noch in die Luft, macht eben nochmal die Blütenattacke vielleicht, beziehungsweise sie schickt Klone auf euch zu. Das heißt, sie beschwört mit ihren Blüten auf ihrem Rücken, das heißt mit ihren Schmetterlingen, Klone, die auf euch zustürmen. Das sind so ziemlich alle Angriffsmuster von ihr. Aber sie sollte gar nicht zum Zug kommen mit eurem Mimic und eurem Frostdamage plus Blutungsschaden. Sollte sie absolut nicht in der Lage sein, wirklich zu agieren, wenn ihr aggressiv bleibt. Aber seid nur dann aggressiv, wenn eure Mimic die Aggro zieht, beziehungsweise sie tankt. Dann sollte sie absolut kein Problem sein. Es könnte sein, dass sie ein, zwei Anläufe braucht oder mehr. Falls ihr wirklich strugglen solltet, geht zum Blutsumpf, übertreibt es, levelt euch so hoch, wie ihr nur, wie es nur möglich ist. Schaut während der Farming-Session eine Serie an oder hört Musik und farmt euch extrem hoch, dann sollte sie noch weniger ein Problem darstellen. Ihr könnt euch ja theoretisch auf Level 200 hochleveln und zurückkommen und sie dann aus dem Orbit schleudern mit dem Setup, den wir jetzt hier haben. Ja, ansonsten war es das mit dem Gebiet hier. Ihr könnt das Gebiet, na klar, auch weiter erkunden. Wenn wir haben nicht jede Ecke erkundet in diesem Gebiet, gibt es noch ein paar Items und Klangperlen, falls ihr
sie ja das Gebiet erkunden möchten. Ansonsten begeben wir uns wieder in die unterirdische Stadt Nokron, denn dort gibt es einen Seitenbereich, wo wir Rogers Quest bzw. Fias Quest weiterführen und gegen zwei Gargoyle ankämpfen werden. Und wir werden mit einem NPC sprechen und ihm sozusagen die Rüstung von Roger zeigen. Das heißt, danach ist die Fia-Quest aktiviert und wir werden wieder in einen Sarg steigen in der nächsten Episode und eine Etage tiefer hinuntergehen. Und dann wünsche ich euch wieder viel Spaß mit dem Gameplay. Denn ja, der Boss, gegen den wir kämpfen werden, sind wieder Gargoyle. Diesmal zwei Stück. Und da wir ja wissen, wie Gargoyle ihre Angriffsmuster sind, werde ich dazu nicht viel sagen. Und wir hören uns dann am Ende noch einmal. Euer Swati. Wichtig, um die Fia-Quest fortzuführen, mit ihm einmal kurz sprechen. Und das war's auch, er wird nicht mehr sagen als das. Ihr könnt hier rechts seht ihr noch eine Hilfe beschwören. Ansonsten gehen wir hier eben die Treppen hinauf und bekämpfen den Boss. Wir haben ja unsere Mimik. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch eine weitere Beschwörung mit reinholen, eben den NPC. Ansonsten, ihr seht, ich bin einmal doof gestorben, weil ich wieder gierig wurde und mich nicht hochgefühlt habe. Nehmt euch die Zeit, heilt euch hoch und versucht nicht, ja, den Bosskampf so schnell wie es nur möglich zu beenden. Ihr steht nämlich unter Zeitdruck.
Der einzige Unterschied zu normalen Gargoylen ist hier, dass sie einen Giftnebel versprühen. Das heißt, ihr könntet vergiftet werden. Ansonsten sind die Angriffsmuster genau gleich wie jeder andere Gargoyle, den wir bekämpft haben. Und wir erhalten unsere Trophäe und rasten an der Gnade. Und ihr werdet auch hinten einen Sarg sehen, in den wir uns wieder hineinlegen können. Und damit bedanke ich mich wieder fürs Einschalten und Zuschauen. Ich würde mich über einen Like und ein Abo freuen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Euer Swarty, bis zum nächsten Mal.